Musst du deine Sachen überall rumliegen lassen? Wie soll ich denn hier sauber machen, wenn du den ganzen Kram einfach überall fallen lässt, statt ihn ordentlich wegzuräumen? Das ist kein Kram. Das sind meine Rüstung und mein Flammenschwert. Und die Elytrin, die ich von Charon, dem Fährmann, im Ende bekommen habe. Und der Unsichtbarkeitstrank, den mir Runa geschenkt hat, nachdem ich das ganze Dorf von Atrax befreit habe. Zah, du hast uns befreit? Und wer hat sich aus Charons Sphäre in die Tiefe gestürzt, ohne irgendwelche Flügel auf dem Rücken und ist auf dem Enderdrachen geritten? Also gut, wir haben das Dorf gemeinsam befreit. Ja, aber komischerweise sind es nicht wir gemeinsam, die versuchen, dieses Haus in Ordnung zu halten, sondern immer bloß ich, während du im Dorf herumstolzierst. Aber Linchen, ich muss doch aufpassen, dass das Dorf in Sicherheit ist. Auch wenn Atrax jetzt im Ende gefangen ist, kann man nie wissen. Nenn mich nicht Linchen! Du weißt, dass ich das nicht mag! Und Dorfbeschützer hin oder her, du könntest ruhig deine Sachen wegräumen. Aber wo soll ich sie denn hinräumen? Die Kisten, die wir haben, sind voll von Vorräten und Nanos Spielzeugen und deinen wunderschönen Kleidern. Und wir haben nun mal keinen Platz, um noch weitere Kisten aufzustellen. Ach, ja, das ist genau das Problem. Wir haben keinen Platz. Dieses Haus ist viel zu eng für uns drei. Und außerdem... Was außerdem? Naja, es ist ein bisschen... einfach. Einfach? Was meinst du damit? Einfach eben. Es ist nichts Besonderes an diesem Haus. Nichts Besonderes? Aber das... ist das Haus des Dorfbeschützers! Großartig! Das ist wirklich eine tolle Besonderheit dieses Hauses. Ihr Männer habt einfach kein Gefühl für die schönen Seiten des Lebens. Ich verstehe dich nicht, Lin... ich meine Golina. Ich habe mein ganzes Leben hier gewohnt und mir hat nie etwas gefehlt. Was stört dich denn an diesem Haus? Du meinst, außer der Tatsache, dass wir keinen Platz für den ganzen Krempel haben, den du überall rumliegen lässt, und keine Bilder an der Wand und kein bisschen... Ein Fremder kommt. Quatsch, das ist kein Fremder. Der hat eine Nase wie wir. Aber ich kenne ihn nicht und er ist nicht von hier. Und deshalb ist er ein Fremder. Und außerdem, guck mal, wie der aussieht. Primo greift sich rasch seine Diamantrüstung und sein Flammenschwert. Das sehe ich mir besser mal an. Wir können ja später weiter diskutieren. Ulung, Chaos, was ist los? Auf der Dorfstraße, direkt vor Primos Haus, stehen Ulung und Chaos und blicken zum Dorfeingang in Richtung Fluss. Von dort nähert sich tatsächlich eine seltsame Gestalt. Wie Ulung gesagt hat, ziert eine große Nase ihr Gesicht, doch ihre Haut wirkt, anders als bei den Dorfbewohnern, grau. Am seltsamsten aber ist die Kleidung des Fremden. Er trägt eine dunkle, vornehm aussehende Jacke mit silbernen Knöpfen über einer grün gestreiften Hose. Der sieht aber elegant aus. Golina ist nach Primo aus dem Haus getreten, gefolgt von Paul, der ihr kaum von den Fersen weicht. Findest du? Aber eine Diamantrüstung ist doch viel eleganter, oder nicht? Der seltsame Besucher überquert in diesem Moment die Brücke zum Dorf. Sei still, Paul! Du bist wirklich ein unerzogener Wolf. Der Fremde bleibt vor ihnen stehen und verbeugt sich. Ich wünsche den Herrschaften einen guten Tag. Hä? Welchen Herrschaften? Ulung dreht sich suchend um. Ich glaube, der meint uns. Wer bist du? Und woher kommst du? Mein Name ist Igor, werter Herr. Ich komme im Auftrag meines Herrn, des Grafen Magius von Finsterwald. Des was? Ihr werdet doch sicher vom Grafen gehört haben, werter Herr. Nein? Herzlich willkommen in unserem bescheidenen Dorf, Igor. Womit können wir dir helfen? Bescheiden trifft das wohl recht gut, wenn ich mich hier so umschaue. Nun, wie dem auch sei. Ich bin hergekommen, um einzukaufen, werte Dame. Einkaufen? Das ist eine hervorragende Idee. Ich hätte da wunderbares Getreide, aus dem man herrliches Brot backen kann. Wer will schon sowas Langweiliges wie Getreide kaufen? Der werte Herr möchte doch sicher viel lieber Fisch. Erst letzte Woche frisch aus dem Fluss gefangen. Hat hier jemand was von Einkaufen gesagt? Wie aufs Stichwort kommt Hakun, der Fleischer, den Dorfweg entlang geeilt. Ich hab da leckeren Rinderbraten im Angebot. Er hat nicht zufällig Wein? Ein Mouton Rothschild wäre angenehm, sofern es ein akzeptabler Jahrgang ist.
Notfalls tät es auch ein guter Tropfen aus der Region Châteauneuf-du-Pape. Was redet das? Das muss irgendeine Fremdensprache sein. Ich sehe schon, ich muss meine Ansprüche ein wenig zurückschrauben. Habt ihr womöglich frischen Hummer? Austern? Kaviar vielleicht? Was ist denn Kaviar? Na, das sind Fischeier. Fischeier? Seit wann legen denn Fische Eier? Das wären dann ja Fischhühner. Ich hätte frische Eier. Die sind zwar nicht von Fischen, aber auch sehr schmackhaft. Nun, ich werde wohl nehmen müssen, was ich bekommen kann. Was sollen sie denn kosten, die Eier des werten Herrn? Hakun zuckt mit den Schultern. Er hat noch nie Eier verkauft und daher keine Ahnung, welchen Preis er dafür verlangen soll. Einen Smaragd, würde ich sagen. Der Fremde kramt in seiner dunklen Jacke und holt eine Handvoll grün schimmernder Edelsteine hervor. Danke. Na gut, ich nehme 10 Stück. Er reicht die Smaragde Hakun, der sie mit großen Augen anstarrt. Ich dachte, Moment, ich bin gleich zurück. Während Hakun die Dorfstraße entlang rennt, sehen die anderen sich verwundert an. Dein Herr muss sehr reich sein. Reich? Selbstverständlich ist er reich. Unermesslich reich sogar. Schließlich ist er ein Graf. Und wo genau, sagst du, lebt dieser Graf? Seht doch, werter Herr, hier, das sind echte Fischhühner. Zufällig habe ich welche dabei. Sie haben zwar noch keine Eier gelegt, dafür sind sie aber fast ganz frisch. Der Besucher betrachtet die Fische, die schon ein bisschen seltsam riechen, mit gerümpfter Nase. Doch dann nickt er, greift in seine Tasche und holt noch mehr Smaragde hervor. Na schön, ich nehme 1 Dutzend davon. Oh, so viele habe ich gerade nicht bei mir. Warte einen Moment. Und ich? Was ist mit mir? Wollt ihr nicht vielleicht auch etwas von meinem wundervollen Getreide kaufen, werter Herr? Ich versichere euch, es ist von hervorragender Qualität. Na schön, wenn er sein muss. Ich nehme 5 Büschel Getreide. Der Fremde drückt Kaus ebenfalls ein paar Edelsteine in die Hand. Oh, bin gleich wieder da. Nun rennt auch Kaus begeistert davon, vorbei an Margulus und Birta, die in diesem Moment den Dorfweg entlang kommen. Kaus? Keine Zeit. Hä? Was ist denn hier los? Wieso herrscht hier so eine Aufregung? Und warum sagt mir niemand Bescheid, wenn wir wichtigen Besuch haben? Und wer seid ihr? Mein Name ist Margulus. Ich bin der oberste Hohepriester von allen. Und außerdem der wichtigste Mann im Dorf. Das glaubst auch nur du. Ein Priester? Ich fürchte, dafür hat mein Herr keine Verwendung. Keine Verwendung? Was soll denn das heißen? Ich bin hier, um für meinen Herrn einzukaufen und nicht, um mir irgendwelches Geschwätz anzuhören. Also! Geschwätz? Was für Geschwätz? Meinst du damit etwa die Worte Notchs unseres Herrn? Ich kenne nur einen Herrn, und das ist der Graf. Das ist Notchlästerung, Blasphemie, eine Unverschämtheit. Primo, wirf diesen Frevler aus meinem Dorf. Margulus, erstens ist das nicht dein Dorf und zweitens ist dieser vornehme Herr unser Gast. Bitte? Dort, wo er herkommt, herrschen vielleicht andere Sitten. Außerdem hat er für die Waren unseres Dorfes viele Smaragde bezahlt. Wir sollten ihn mit Respekt behandeln, auch wenn er unseren Glauben nicht teilt. Smaragde? Viele Smaragde, sagst du? Wie viele denn? Und wofür? In diesem Moment kommt Hakun angerannt. Bin schon wieder da. Er hat einen Arm voll Eier dabei. Unterwegs fallen ihm 2 herunter und zerplatzen auf dem Dorfweg. Paul schlabbert sie begeistert auf. Nun sind es leider nur noch 8, aber... Ach, schon gut. Gib mir einfach alle, die du hast. Hier, bitte. Nun kommen auch Kaus und Olum herbeigerannt. Kaus trägt ein Bündel Getreide unter dem Arm, das er dem Fremden übergibt, während Olum ihm seine Fische reicht. Hier, schauen Sie, meine Fische! Und mein Getreide! Danke, damit habe ich alles, was ich brauche. Ich wünsche den werten Damen und Herren noch einen guten Tag. Der seltsame Besucher dreht sich um und wandert in Richtung der östlichen Ebene davon. Nachdenklich blickt Primo ihm hinterher. Komischer Kerl. Und
Was ist ein Graf? Der hat mit Smaragden bezahlt? Für Olums Fische? Das hat er in der Tat. Dieser Graf muss wirklich unermesslich reich sein. Nachdem der seltsame Besucher wieder verschwunden ist und Primo und Golina in ihr Haus zurückgekehrt sind, wirkt Golina noch gereizter als zuvor. Primo, wie oft soll ich dir noch... Hallo! Oh Mann, hab ich einen Hunger! Hallo, mein Sohn! Hallo, Willard! Guten Tag zusammen! Macht euch die Füße sauber, bevor ihr ins Haus kommt! Ihr bringt ja den ganzen Dreck herein! Was denn für Dreck? Ach, frag nicht. Wie war's im Wald, Nano? Willard hatte Nano mit in den Wald genommen, um ihm beizubringen, wie man sich in der Wildnis orientiert. Eine sehr nützliche Fähigkeit, wie Primo findet. Golina allerdings ist nicht so begeistert von diesem Unterricht. Der Junge sollte lieber etwas Vernünftiges lernen. Zum Beispiel Getreide anbauen und Brot backen wie meine Eltern. Oder, wenn's sein muss, auch das Schmiedehandwerk seines Großvaters. Was gibt's heute zum Essen? Pilzsuppe. Ach nö, nicht schon wieder Pilzsuppe. Tut mir leid, aber wenn ich ständig hinter euch herräumen muss, habe ich keine Zeit, etwas anderes zu kochen. Du könntest doch ein gebratenes Hähnchen von Hakun kaufen. Gebratenes Hähnchen? Hast du eine Ahnung, wie teuer das ist? Solange dein Herr Vater nur den ganzen Tag durchs Dorf stolziert, anstatt richtig zu arbeiten, können wir uns sowas nicht leisten. Moment mal. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt kostet ein einziges Ei schon einen Smaragd. Und ein gebratenes Huhn wahrscheinlich 3 oder 4. Smaragde haben wir aber nun mal nicht. Im Unterschied zu anderen Personen im Dorf, die plötzlich reich geworden sind. Wovon sprichst du, Golina? Frag das dein Freund, den Dorfbeschützer. Willa zieht Primo fragend an. Naja, heute Morgen ist ein Fremder hier aufgetaucht. Und dann bin ich natürlich rausgegangen, um zu gucken, wer er ist. Und dann ist er wieder gegangen. Einfach so. Und? Er hat wirklich so viel bezahlt? Sag ich doch. Das ist aber wirklich merkwürdig. Von einem Grafen habe ich noch nie gehört. Vielleicht sollte ich mal mit Marty darüber sprechen. Möglicherweise weiß sie, wer das ist. Oder sie findet in einem von Nimrods Büchern etwas darüber. Solltest du da nicht lieber Nimrod selber fragen? Nimrod? Der weiß doch noch nicht mal, wo das Buch ist, das er gerade in der Hand hält. Aber Marty hat in der Bibliothek ein bisschen aufgeräumt. Sie kennt sich inzwischen gut aus. Wie du meinst. Na, ich geh dann mal wieder. Hab noch einen schönen Tag. Willst du nicht noch zum Essen bleiben? Golinas Pilzsuppe ist echt... Ah, nein, danke. Ich habe gerade keinen Hunger. Auf Wiedersehen, ihr drei. Na prima. Dann können wir ja endlich essen. Primo stochert lustlos in der faden Brühe herum. Sie schmeckt wirklich nicht besonders gut. Golina hat viele großartige Eigenschaften... Aber ihre Kochkunst gehört nicht dazu. Kann ich aufhören? Ich mag nicht mehr. Der Teller wird leer gegessen. Sonst kommt Arthrax und holt dich. Das kann er gar nicht. Er ist nämlich im Ende in der Kreisbahn gefangen. Das habe ich selber gesehen. Und da bleibt er bis in alle Ewigkeit und noch 3 Tage länger. Das hat Tante Runa mir gesagt. Du isst jetzt auf. Ich mag aber nicht. Immer gibt es nur diese blöde Pilzsuppe. Nano wirft den Teller auf den Boden, sodass Suppe in alle Richtungen spritzt. Jetzt reicht's mir aber. Obwohl Primo weiß, dass das nicht sein kann, hat er Angst, Golina könnte sich gleich in einen Nachtwandler verwandeln. So wie sein bester Freund Kolle, wenn er wütend wird. Nano, du gehst jetzt sofort ins Bett und machst deinen Mittagsschlaf. Ich bin aber nicht müde. Also. Golina setzt sich wieder und wirft ihrem Sohn einen wütenden Blick zu. Ist ja schon gut. Nano geht mit hängendem Kopf in sein Bett. In diesem Moment öffnet sich die Tür und Kolle und Margie treten ein. Oh, entschuldige, ich sehe, ihr seid gerade beim Mittagessen. Wir kommen später wieder. Nein, ihr könnt ruhig bleiben. Hier mag sowieso keiner mein Essen. Was hast du denn? Margie setzt sich zu Golina an den Esstisch. Komm, Kolle, wir gehen lieber ein bisschen spazieren. Was ist denn bloß auf einmal im Dorf los? Alle sind plötzlich so gereizt. Vorhin habe ich gehört, wie Hakun sich mit Jager gestritten hat. Er hat ihr erzählt, dass er jetzt der reichste Mann im Dorf sei und ihr all ihre Schafe abkaufen könne, wenn er nur wolle. Und sogar noch Smaragde übrig hätte. Da ist sie wütend geworden. Das kann ich verstehen. Aber ich verstehe es nicht. Wieso hat Hakun auf einmal so viele Smaragde? Das ist wegen dieses seltsamen Besuchers. Also erzählt Primo nun auch seinem besten Freund, was geschehen ist. Das ist wirklich merkwürdig. Meinst du, da steckt vielleicht Arthrax dahinter? Glaubst du ernsthaft, Arthrax würde uns für Smaragde Eier und Fische abkaufen?
Außerdem sitzt er im Ende fest. Und seine Singularität hat mir versprochen, uns zu warnen, falls er aus irgendeinem Grund freikommen sollte. Nein, mit Atrax hat das ganz bestimmt nichts zu tun. Trotzdem, mir gefällt das nicht. Dass jetzt auf einmal einige Dorfbewohner Smaragde haben und andere nicht, das führt doch bestimmt zu noch mehr Streit. Ach was, die beruhigen sich schon wieder. Doch da irrt Primo sich. Schon am nächsten Tag kommt es während des Notch-Dienstes zu einer heftigen Auseinandersetzung. Notch, der Herr, spricht. Wer arm ist, wird eingehen ins Himmelreich. Wer aber reich ist und die Gaben des Herrn nicht mit den Bedürftigen teilt, der wird im Nether schmoren. Was ist denn das für ein Unfug? Ich soll meine Smaragde mit anderen teilen? Unfug? Du wagst es, das Wort Notch als Unfug zu bezeichnen. Raus aus meiner Kirche! Das ist nicht deine Kirche. Sie gehört dem ganzen Dorf. Du kannst froh sein, dass du hier drin wohnen darfst. Und außerdem hast du mir gar nichts zu befehlen. Immerhin bin ich jetzt der reichste und wichtigste Mann im Dorf. Und... Hey, Moment mal. Der reichste Mann im Dorf bin ja wohl ich. Quatsch. Der Fremde hat mir 10 Smaragde gegeben und dir nur ein Dutzend. Aber ein Dutzend ist nun mal mehr als 10, du Dummkopf. Ist es nicht. Und außerdem habe ich ein Dutzend Hühner und jedes von denen legt jeden Tag ein Ei. Und wenn ich jedes Ei für einen Smaragd verkaufe, dann habe ich nach einer Woche ganz schön viele Smaragde. Ich finde, Margulus hat vollkommen recht. Ihr solltet uns allen von euren Smaragden etwas abgeben. Sonst kommt ihr alle in den Nether. Ja, genau. Teilt doch, Gefährt. Wir wollen wohl alles für euch behalten, was? Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wenn du Smaragde haben willst, dann kannst du dem Fremden ja ein paar von deinen Schafen verkaufen. Das mache ich auch. Ich werde es dir beweisen. Meine Schafe sind viel mehr wert als deine doofen Hühner. Sind sie überhaupt nicht? Die geben nämlich Wolle. Wir können ja nicht mal Smaragde, Eier legen. Aber meine Fische, die können... Wo jetzt? Während des Notch-Dienstes redet nur einer und das bin ich. Und wenn hier noch einmal einer was von Smaragden sagt, wird der Zorn Notch über ihn kommen. Und meiner auch. Da sagen die Erwachsenen immer, wir sollen nicht streiten. Ja, aber echt. Wenn das so ist, dann gehe ich. Ich habe es nicht nötig, mir dieses Gequatsche über das Teilen anzuhören. Ihr seid ja bloß neidisch. Damit steht Hakun auf und verlässt die Kirche. Nach kurzem Zögern folgen ihm Kaus und Olum. Margulus, der normalerweise nie um ein schlaues Zitat aus seinem heiligen Buch verlegen ist, wirkt ratlos und geknickt. Es ist noch nie vorgekommen, dass Gemeindemitglieder einfach so mitten während des Notch-Dienstes gegangen sind. Nun, ich wollte den Notch-Dienst ohnehin gerade beenden. Geht hin in Frieden. Warum sollte ich das tun, Muffy? Oh, das ist ein Spiel. Ach so? Ja, los! Man hat es nicht leicht als Golem. Also gut. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Was hat das alles zu bedeuten? Wir müssen herausfinden, was es mit diesem Grafen auf sich hat. Stimmt. Stimmt? Ja, ich würde auch gern mehr über ihn erfahren. Es muss toll sein, so reich zu sein. Mir gefällt das nicht. Diese Smaragde haben unser Dorf entzweit. Was, wenn dieser seltsame Fremde wiederkommt und noch mehr kauft? Darüber wären Hakun, Kaus und Olum bestimmt froh. Die haben jedenfalls etwas, das sie dem Herrn Grafen verkaufen können. Und Kolles Vater hat immerhin Bücher anzubieten. Ein so vornehmer Herr liest bestimmt gern. Wir dagegen haben nichts. Aber deine Eltern haben doch auch Getreide, so wie Kaus. Ja. Magi, hast du denn irgendwas über diesen Grafen herausgefunden? Leider nicht. In keinem der Bücher in der Bibliothek steht etwas über einen Grafen. Das Einzige, was mir einfällt, ist eine alte Geschichte, die ich mal als Kind gelesen habe. Aber die hat sicher nichts mit diesem Besucher zu tun. Was denn für eine Geschichte? Sie handelte von einem bösen Mann, der Graf Draculus hieß und in einem fernen Land lebte. Es war ein ziemlich gruseliges Buch und ich habe davon Albträume bekommen. Aber mein Vater, der damals noch lebte, hat mir erzählt, dass es bloß eine ausgedachte Geschichte ist und ich keine Angst haben muss, weil es diesen Graf Draculus in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und was, wenn es ihn doch gibt? Muss denn jeder, der reich ist, gleich böse sein?
Dieser Besucher war doch einfach bloß großzügig. Er hat den Reichtum seines Herrn mit uns geteilt, indem er Olum, Kaus und Hakun ihre Waren abgekauft hat. Dafür sollten wir ihm dankbar sein. Vielleicht hast du recht. Es ist auf jeden Fall nicht seine Schuld, dass die drei auf einmal so eingebildet und überheblich sind. Und ich glaube auch nicht, dass diese alte Geschichte irgendetwas damit zu tun hat. Selbst wenn sie nicht ausgedacht wäre, haben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass der Besucher und sein Herr böse sind. So oder so. Wir sollten versuchen, mehr über diesen Grafen herauszufinden. Und wie willst du das machen? Wenn der Besucher das nächste Mal kommt, werde ich ihn fragen, wo sein Herr wohnt. Und dann gehe ich hin und schaue mir diesen Grafen mal genauer an. Wahrscheinlich sehen wir den nie wieder. Was sollte ein so vornehmer Mann wie der Graf denn schon von einfachen Dorfbewohnern wie uns wollen? Doch mit dieser Einschätzung liegt sie falsch, wie sich schon bald herausstellt. Golina sieht an diesem Morgen verträumt aus dem Fenster und denkt nach. 3 Tage ist es jetzt her, dass der Bedienstete des Grafen im Dorf war. Die Aufregung hat sich längst gelegt. Selbst Hakun, Kaus und Olum, die Neureichen, verhalten sich wieder halbwegs normal. Golina jedoch kann den seltsamen Besucher nicht vergessen. Wie vornehm er war und wie höflich. Noch nie zuvor hat mich jemand werte Dame genannt. Oh, wie es wohl wäre, wenn ich auch so einen Bediensteten hätte, der für mich einkaufen geht, mein Haus aufräumt und sauber macht. Oh, und für mich kocht. Was für ein herrliches Leben wäre das. Na, aber was klage ich denn? Nano ist ein aufgeweckter Junge und ich bin sehr stolz auf ihn. Und ja, auch auf Primo. Wenn der nun nicht immer so ein Chaos einrichten und sich in nervenaufreibende Abenteuer stürzen würde. Aber wenigstens kämpft er immer mutig und tapfer für mich und das Dorf. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Er kommt zurück! Der Fremde kommt zurück! Paul, aus! Golina sperrt Paul sicherheitshalber im Haus ein. Gleich kommt das mal. Im Nu steht sie am Rand des Dorfs, wo sich bereits eine große Gruppe von Dorfbewohnern gebildet hat, um den Besucher zu begrüßen. Einige haben gleich ihre Waren mitgebracht. Sogar Golinas Mutter hält einen Kuchen hoch. Leckere Torte! Extra für den werten Herrn Graf gebacken! Eier! Wunderbare, herrliche, leckere Milch, Eier! Von der Kuh! Fische! Ganz fischgefrischt! Ich meine, Schafe mit kuschelweicher Wolle! Heute im Angebot. Nur 10 Smaragde das Stück. Doch der Besucher beachtet sie gar nicht. Er geht direkt auf Margulus zu. Gehe ich recht in der Annahme, dass der werte Herr Priester hier so etwas wie der Dorfvorsteher ist? In der Annahme geht der werte Herr allerdings recht. Naja. Nun gut, ich habe eine Ankündigung zu machen. Mein Herr, der Graf, beabsichtigt diesem bescheidenen Dorf, seine Aufwartung zu machen. Auf was wartet er denn? Oh je, was für ein Einfallspinsel. Seine Aufwartung machen bedeutet, er wird euer Dorf höchstpersönlich besuchen. Und zwar morgen Mittag. Ich nehme an, ihr wollt einen angemessenen Empfang vorbereiten. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Ha, ihr habt es ja alle gehört. Ich bin hier der Dorfvorsteher. Der weiß eben, was ich gehört, der vornehme Herr. Los, alle an die Arbeit! Kurz vor Mittag des nächsten Tages ist alles für den Besuch des Grafen vorbereitet. Tische stehen am Rand der Schlucht, geschmückt mit Blumen und bedeckt mit allen Speisen, die das Dorf zu bieten hat. Frischem Brot, gebratenen Hühnchen, Rinder- und Schweinebraten und leckeren Torten. Golina hat als Vorspeise einige Schüsseln mit Pilzsuppe dazugestellt, obwohl sie befürchtet, dass niemand sie mögen wird. Paul hat sie wieder im Haus eingesperrt. Er scheint Fremde nicht sonderlich zu mögen und sie hat Sorge, dass er den Grafen anknurren könnte, was ihr entsetzlich peinlich wäre. Auch Runa und Willard sind gekommen, um den Besuch des Grafen zu erleben. Und so stehen sie zusammen mit allen Dorfbewohnern pünktlich zur Mittagszeit an der Brücke und starren nach Osten, als 5 Gestalten über die Ebene auf sie zuspazieren. 4 davon tragen dieselbe Kleidung wie der Bedienstete, der schon 2-mal im Dorf war.
Zwischen ihnen geht ein Mann, der eine elegante, schwarze, mit Gold besetzte Robe trägt. Seine graue Haut lässt ihn ein wenig kränklich erscheinen, doch er schreitet würdevoll mit hoch erhobenem Haupt zwischen seinen Bediensteten auf das Dorf zu. Am Dorfeingang begrüßen die Dorfbewohner mit Magelus an der Spitze sie mit einer Verbeugung. Ihr, verehrtester, müsst Graf Magius von Finsterwald sein. Es ist uns eine Ehre, euch in unserem bescheidenen Dorf willkommen zu heißen. Ach, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich danke euch für eure Gastfreundschaft. Magelus führt die Besucher den Dorfweg entlang zur Wiese neben der Schlucht. Die vier Bediensteten marschieren schweigend vor und hinter ihm, während der Graf seiner Freude über diesen Besuch Ausdruck verleiht. Nein, wie entzückend! Was für ein hübsches Dorf! Ich beneide euch darum, hier wohnen zu dürfen. Auch diese niedlichen kleinen Häuschen und dieser wundervolle Kiesweg und diese zauberhafte Dorfkirche. Wirklich, ich glaube nicht, dass ich jemals einen hübscheren Ort gesehen habe. Oh, wirklich? Golina sieht sich um. Auf einmal erscheint ihr das Dorf viel schöner als sonst. Auch die anderen Dorfbewohner freuen sich sichtlich über das Lob. Ja, unser Dorf ist etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Schließlich erreichen sie die Wiese neben der Schlucht. Och, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Ihr habt doch nicht etwa dieses Festmahl nur mir zu Ehren vorbereitet? Doch. Bitte setzt euch doch ans Kopfende der Tafel. Auch für die vier Bediensteten sind Plätze vorhanden, doch sie ziehen es vor, sich links und rechts von ihrem Herrn zu postieren und stehen die ganze Zeit nur reglos da. Auch die Dorfbewohner bleiben ehrfürchtig stehen. So still wie jetzt sind sie selten. Magulus ergreift schließlich das Wort. Lieber Graf, anlässlich eures Besuchs haben wir dieses kleine, bescheidene Festmahl mit Spezialitäten aus unserem Dorf hergerichtet. Falls es euch mundet, könnt ihr anschließend einige der Erzeugnisse auch käuflich erwerben. Magulus zeigt auf einige Holzkisten, auf denen die Dorfbewohner ihre Waren ausgestellt haben. Sogar ein kleiner Stand mit Runas Zaubertränken ist dabei. Nun aber möchte ich den Segen für dieses Mahl sprechen. Notch, unser, der du bist, im Himmel... Bitte, bitte, macht nur nicht so ein Aufheben, so meine Person. Lasst uns doch einfach anfangen zu essen. Umso eher kann ich eure köstlichen Waren kaufen. Aber... Magulus, hör auf mit dem Gequatsche. Dann können wir endlich zum geschäftlichen Teil des Besuchs kommen. Na gut. Aber bevor wir beginnen, haben wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Unter der Leitung meiner Mitarbeiterin Birta wird Asimov, unser Golem, für euch ein kleines Ständchen zur Begrüßung singen. Natürlich nur, wenn es euch nichts ausmacht. Ein singender Golem? Das ist ja allerhand. Asimov, bitte. Aber ich hab doch schon gesagt, ich kann nicht singen. Keine Widerrede. Du musst tun, was ich dir sage. Aber was, wenn jemand durch meinen Gesang zu Schaden kommt? Ach los jetzt, Golem! Keine Ausflüchte mehr! Fang an, Asimov! Na gut, ihr habt es so gewollt. Der Golem schwingt rhythmisch Arme und Beine und hüpft auf der Stelle. Der Graf, der ist kein Schaf. Erst tut er freundlich und nett, dann wandelt er sich komplett. Stopp! Aufhören! Das ist ja der ganz falsche Text! Der Graf ist gar nicht brav. Was immer er auch plant, ist böse wie der Schwan. Der Graf schickt euch in Schlaf, aus dem ihr nie mehr erwacht, weil er zu Sklaven euch macht. Die Miene des Grafen verfinstert sich während der Aufführung immer mehr. Es ist offensichtlich, dass der Golem ihren Besucher tödlich beleidigt hat. Asimov steht stumm vor der festlichen Tafel und sieht sich um, als erwarte er Applaus für seine Darbietung. Asimov, das ist doch wirklich die Höhe. Entschuldigt bitte, werter Herr. Unser
Unser Golem hatte wohl eine Fehlfunktion. Das war bestimmt mal wieder Runas Werk, dieser Hexe. Wie? Was ist mit mir? Nichts. Reg dich nicht auf. Köstlich. Einfach zu schön. Wann habe ich mich das letzte Mal so amüsiert? Verdutzt gucken die Dorfbewohner den Grafen an. Alle werden von dem herzlichen Lachen angesteckt. Nur die vier Bediensteten stehen mit ausdruckslosen Mienen hinter ihrem Herrn. Ja, das war wirklich sehr lustig. So ein frecher Humor. Dieser Golem ist einmalig. Sag, lieber Magulus, kann ich den auch kaufen? Was? Wie? Unseren Golem? Aber... Sagen wir 100 Smaragde? Oh. Mit dem Geld könntet ihr eure wundervolle Kirche ein wenig vergrößern. Nicht, dass sie nicht auch so schon prächtig wäre, aber ein Gotteshaus kann ja nie großartig genug sein, nicht wahr? 100 Smaragde? Ja, ja. Tut das nicht. Schweig, Golem. Du hast schon genug Unheil angerichtet. Also gut, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, lieber Graf, will ich euch den Gefallen gern tun. Nein, und ihr dürft Asimov nicht verkaufen. Das ist doch unser Freund. Haltet euch da raus, Kinder. Von solchen Dingen versteht ihr noch nichts. Aber wir brauchen den Golem doch zum Schutz des Dorfes. Und außerdem gehört ihr dir gar nicht, Magulus. Genau, ich gehöre dem ganzen Dorf. Du kannst mich gar nicht verkaufen, Priester. Nun, wenn das so ist, dann bezahle ich euch 100 Smaragde für die Erweiterung eurer Kirche. Und zusätzlich an jeden Dorfbewohner 10 Smaragde. Das ist mein letztes Angebot. Und was die Sicherheit betrifft, ich bin überzeugt, dass mit einem so mutigen und tapferen Dorfbeschützer, wie ihr ihn habt, ein Golem vollkommen überflüssig ist. Meint ihr nicht auch, wunderschöne Dame? Er sieht Golina direkt an. Ihr wird heiß und kalt, als sie in die Augen des Grafen blickt. Er strahlt solche Würde aus und solche Macht. Dass er ihren Mann mutig und tapfer nennt, macht sie stolz. Und dass er sie wunderschön genannt hat. Ja, das glaube ich auch. Aber... Sei still, Primo. Nun, dann soll es so sein. Eine größere Kirche und Wohlstand für alle. Mehr können wir uns für unser Dorf nicht wünschen. Oder hat etwa irgendjemand Einwände? Ja, ich hätte da etwas einzuwenden. Ich kann euch nicht mehr beschützen, wenn ihr mich an diesen Grafen... Schweig! Du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Weiß ich. War ja nie anders. Dann ist es also beschlossen. Golem, du musst tun, was ich sage, richtig? Ja, solange es niemand anderem Schaden zufügt. Was für ein wundervolles Spielzeug du doch bist. Dieser Ausflug hat sich noch mehr gelohnt, als ich erwartet habe. Er nimmt sich einen Teller mit Pilzsuppe. Gebannt beobachtet Golina, wie er davon trinkt. Sein Gesicht verzieht sich und ihr Herz sinkt. Entschuldigt, ich weiß selbst nicht, warum ich für diesen festlichen Anlass bloß eine gewöhnliche Pilzsuppe gekocht habe. Ihr habt diese köstliche Pilzsuppe gekocht, Teuerste? Och, würdet ihr mir das Rezept verraten? Dann werde ich meinen Koch anweisen, mir jeden Tag einen Teller davon zuzubereiten. Was? Wie? Ja, gerne. Man nehme einen rosa Pilz und einen roten Pilz mit weißen Tupfen. Etwas Wasser dazu, kurz aufkochen, fertig. Och, wie raffiniert. Von euch kann ich noch so viel lernen. Wirklich? Er kostet auch von den anderen Speisen und lobt diese überschwänglich. Nachdem das Festmahl beendet ist, geht er zu den Ständen mit den Erzeugnissen des Dorfs und zeigt hierhin und dorthin. Seine Diener kaufen die entsprechenden Dinge und überreichen denjenigen, die sie hergestellt haben, ganze Hände voller Smaragde. Schließlich bedankt sich der Graf herzlich für die wundervolle Gastfreundschaft und verlässt mit seinen Begleitern das Dorf. Auf Wiedersehen, meine lieben Freunde! Auf Wiedersehen! Wohl eher auf nimmer Wiedersehen. Asimov stapft missmutig hinter ihnen her, während Nano und Muffy weinen und Mina ein trauriges Miauen ausstößt. Tschüss! Tschüss, Asimov! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Nach und nach kehren die Dorfbewohner zurück in ihre Häuser. Nur Golina sieht dem Grafen nach, bis er außer Sicht ist. Sie schwebt wie auf Wolken.
Endlich jemand, der meine Kochkunst zu schätzen weiß. Teuerste hat er mich genannt und wunderschöne Dame. Und wie er mich angesehen hat. Primo, der Golina beobachtet hat, ist da anderer Meinung. Ja, ja, so charmant. Ich frage mich, ob wir nicht einen Fehler gemacht haben. Ja, stimmt. Ich hätte einen Stand mit Pilzsuppe aufbauen sollen. Dann hätten wir jetzt noch mehr Smaragde. Aber wir haben doch schon 30 von ihm bekommen. 10 für dich, 10 für mich und sogar 10 für Nano. Stimmt. Aber die anderen, die ihm ihre Waren verkauft haben, sind jetzt noch viel reicher als wir. Wie auch immer. Ich frage mich, warum Asimov dieses seltsame Lied gesungen hat. Es klang doch, als wollte er uns vor dem Grafen warnen. Du weißt doch, wie Asimov ist. Der redet oft Unsinn. Ja, schon. Aber was, wenn diesmal was dran ist? Willst du damit etwa andeuten, der Herr Graf sei böse? Immerhin hat er doch Wohlstand für alle gebracht. Naja, ein bisschen seltsam ist es schon, dass er so viel Geld für die Sachen im Dorf ausgegeben hat. Allein 20 Smaragde für Olums Fische und 30 für 10 Ballen Wolle von Jager. Zusätzlich zu den 100 für Margulus und den 10, die er jedem von uns für Asimov gegeben hat. Außerdem hat er ein Dutzend von Runas Zaubertränken gekauft. Eine Menge Brot und Getreide von Kaos und deinem Vater, 3 Torten von deiner Mutter, eine Gartenhacke von meinem Vater und was weiß ich, wie viele Bücher aus Nimrods Bibliothek. Insgesamt muss er Hunderte von Smaragden ausgegeben haben. Er ist eben sehr reich und sehr großzügig, der Herr Graf. Wir sollten ihm dafür dankbar sein. Vielleicht, aber ich frage mich, warum er das getan hat. Was will er mit all dem Zeug? Er hat doch Diener, die für ihn angeln oder Getreide anbauen können. Und nichts gegen deine Pilzsuppe, aber... Was ist mit meiner Pilzsuppe? Passt es dir etwa nicht, dass sie ihm geschmeckt hat? Doch, aber hast du sein Gesicht gesehen, als er davon gekostet hat? Und dann hat er auf einmal so getan, als hätte er noch nie etwas Köstlicheres gegessen. Was willst du damit sagen? Ich, schon gut, mein Linchen. Ich wollte das nicht... Das ist typisch. Da gibt es endlich jemanden, dem meine Pilzsuppe schmeckt, aber du... Du denkst, er hat nur so getan. Als ob ein edler Herr wie der Graf es nötig hätte, uns etwas vorzuspielen. In Wirklichkeit bist du doch bloß eifersüchtig auf ihn. Eifersüchtig? Ich? Wieso sollte ich eifersüchtig sein? Etwa weil er dich teuerste und wunderschöne Dame genannt hat? Er weiß eben, wie er sich gegenüber einer Dame zu benehmen hat. Im Unterschied zu so manchem groben Klotz ohne Manieren hier im Dorf, der ständig über das Essen meckert. Was willst du damit sagen? Gar nichts. Außer, dass der Graf ein sehr charmanter, großzügiger Herr ist, der einen erlesenen Geschmack hat. Da könnte man als Frau schon ins Schwärmen kommen. Schon gut, ich hab verstanden. Doch nicht nur bei Primo und Golina hängt der Haussegen schief. Irgendwie scheint sich der Besuch des Grafen merkwürdig auf das ganze Dorf ausgewirkt zu haben. Bereits am folgenden Tag auf dem Markt zeigt sich, wie gereizt die Stimmung unter den Dorfbewohnern ist. Golina hat Primo aufgetragen, 3 Eier zu kaufen. 5 Smaragde? Für ein Ei? Bei dir brennen wohl nicht mehr alle Fackeln. Was denn? Wenn Kaos sein Brot für 10 Smaragde pro Laib verkauft, dann kosten meine Eier eben 5. Sonst ist das ungerecht. Aber ich hab nur 10 Smaragde. Dafür kann ich mir dann gerade mal 2 Eier leisten. Nicht mein Problem. Du musst eben versuchen, dein Einkommen zu erhöhen. Ach, und wie soll ich das machen? Keiner will die Pilzsuppe kaufen, die Golina gekocht hat. Kein Wunder, die ist ja auch viel zu teuer. Teuer? Die kostet nur 3 Smaragde pro Schüssel. Eben. Wenn du mich fragst, ist 1 Smaragd für diese fade Brühe noch zu viel. Da hast du eine Kostprobe, du unverschämter Kerl. Und die ist sogar gratis, weil du meine Frau beleidigt hast. Moment, ich geb dir auch was gratis. Primo duckt sich. Das Ei fliegt über ihn hinweg und trifft Margulus, der gerade vorbeikommt, mitten ins Gesicht. Das ist ja wohl die Höhe, mir ein Ei an den Kopf zu werfen. Mir, dem obersten Hohepriester von allen. Na warte, du kannst was erleben. Dorfbeschützer verpasst dem frechen Hakun eine Abreibung. Ja, ich, ist das glibberig. Du hast mir gar nichts zu befehlen. Bloß weil der Graf dir 100 Smaragde gegeben hat, heißt das noch lange nicht, dass jeder tun muss, was du sagst. Und ob jeder tun muss, was ich sage... Schließlich bin ich hier der Dorfvorsteher. Blödsinn! Wenn du willst, dass ich Hakun eine runterhaue, gib mir 20 Smaragde. Moment was? Mal. 20 Smaragde? Bei Notch, so eine Unverschämtheit.
Du weißt genau, dass die Smaragde, die der Graf mir gab, für die Verschönerung meiner, ich meine unserer Dorfkirche gedacht sind. Was ist denn hier los? Ja, das ist eine berechtigte Frage, Kolle. Hakun hat mir ein Ei an den Kopf geworfen und Primo will 20 Smaragde, damit er mich rächt. Dabei bin ich der oberste Dorfvorsteher von allen. Ich meine hohe Priester und ihr müsst alle tun, was ich sage. Stimmt das, dass du Magros ein Ei an den Kopf geworfen hast, Hakun? Ja, aber aus Versehen, weil ich eigentlich Primo treffen wollte. Warte, ich zeig's dir. Diesmal trifft das Geschoss Kolle, der vor Wut grün anläuft. Hey, bist du von allen guten Geistern verlassen? Bah! Ist das klebrig? Kolles Tochter Muffy kommt gerade in diesem Moment in Begleitung von Primos Sohn und Paul vorbei. Und sieh mal, Nalu, die Erwachsene macht eine Eierschlacht. Aber jeder Wurf kostet 5 Smaragde. Kolle hat inzwischen wieder seine normale Gesichtsfarbe angenommen. So kann das nicht weitergehen. Seit der Graf hier war, scheinen alle vollkommen durchzudrehen. Du bist ja bloß neidisch, weil er nichts von dir gekauft hat, du armer Schlucker. Willst du vielleicht ein paar Ohrfeigen kaufen? Die sind gerade im Angebot. Lass ihn, Kolle. Du hast ja recht. Die drehen alle durch. Wir gehen besser, bevor es noch richtig Streit gibt. Komm, Kinder. Paul, Beifuß. Oh, schade. Jetzt ist endlich mal was los im Dorf und wir dürfen nicht mitmachen. Jetzt, wo Asimov nicht mehr da ist, ist es so langweilig. Fahrt doch ein bisschen mit der Kreisbahn. Geht nicht. Neben dem Hebel steht Birte und schreit die ganze Zeit. Kreisbahn fahren. Nur 1 Smaragd pro Runde. Primo zuckt nur mit den Schultern. Schlecht gelaunt lässt der Kolle und die Kinder stehen und geht nach Hause. Hast du die 3 Eier gekauft? Nein, ich hatte nicht genug Smaragde. Er erzählt ihr, was passiert ist. So eine Unverschämtheit. Dieser Hakun verdient wirklich mal eine Abreibung. Naja, vielleicht... Sag bloß nichts über meine Pilzsuppe. Nein, nein, die ist super lecker, ehrlich. Was ich sagen wollte ist... Vielleicht ist das mit den Smaragden gar nicht so gut für unser Dorf. Früher, da hatten wir alles, was wir brauchten, weil wir die Dinge untereinander getauscht haben. Aber jetzt will jeder bloß noch mehr Smaragde haben als alle anderen. Und keiner gibt mehr irgendwem was ab. Ja, du hast recht. Echt jetzt? Ein bisschen zumindest. Trotzdem, wir brauchen einfach mehr Geld. Ich hab eine Idee. Geh zu Margulus und sag ihm, dass du ab jetzt jeden Tag 5 Smaragde haben willst. Jeden Tag 5 Smaragde? Wieso denn das? Die sind dafür, dass du unser Dorf beschützt. Aber Linchen, das ist doch mein Beruf. Eben. Hakuns Beruf ist Schlachter und er verkauft seine gebratenen Hühnchen und Eier ja auch für Smaragde. Genau wie Olum seine Fische. Selbst dein Vater gibt die Geräte, die er in der Schmiede herstellt, nicht mehr kostenlos her, so wie früher. Du bist der Einzige, der dumm genug ist, zu arbeiten, ohne dass er dafür bezahlt wird. Kolle wird doch auch nicht dafür bezahlt, dass er seinem Vater in der Bibliothek hilft. Dann muss eben Kolle auch Smaragde dafür verlangen. Auf jeden Fall bin ich nicht länger bereit, hinzunehmen, dass alle anderen im Luxus leben, während wir hier jetzt in dieser kümmerlichen Hütte darben, ohne genug zu essen für unser Kind. Und jetzt geh und rede mit Margulus. Okay, wenn du meinst... Fünf Smaragde pro Tag? Du bist ja wohl von Notch verlassen. Aber ich brauche das Geld, sonst ist meine Frau unglücklich. Und ich kann meinem Sohn nichts mehr zu essen kaufen. Naja, du könntest mir eine neue, größere Kirche bauen. Dafür würde ich dir, sagen wir, 30 Smaragde bezahlen. Was? Aber der Graf hat dir doch 100 Smaragde für die neue Kirche gegeben. Ja schon, aber einer muss sich ja auch um die Bauleitung kümmern. Und dann sind da die Verwaltungskosten und der Aufwand für die Planung und die Bauabnahme. Und mein eigener Arbeitseinsatz bei diesem großartigen Werk muss ja auch honoriert werden. Pah! Dann bau dir deine Kirche doch selber! Da offenbar alle im Dorf vor lauter Smaragden nicht mehr klar denken können, geht Primo zu Runa und Willard in den Wald. Doch Runa ist damit beschäftigt, Stinktränke zu brauen für den Verkauf. Und Willard? Der ist unterwegs, um in Golinas Auftrag Pilze zu suchen. Für Pilzsuppe, die sie ebenfalls verkaufen möchte. Primo kann sich nur noch wundern. Kopfschüttelnd kehrt er ins Dorf zurück. Dort herrscht gerade helle Aufregung, denn Igor, der Bedienstete des Herrn Grafen, ist zurückgekehrt. Frische Fische, Fisch gefrischte.
Nur 5 Smaragde. Halt, wartet! Hakun kommt, noch immer mit Pilzsuppe bekleckert, angerannt. Eier, nur 7 Smaragde das Stück. 7? Vorhin kosteten die doch nur 5. Wobei nur vielleicht nicht das richtige Wort dafür ist. Der Preis ist eben gestiegen. Angebot und Nachfrage. Du weißt schon. Ach, na gut, dann mische ich jetzt eben mit. Pilzsuppe, frische, super leckere Pilzsuppe. Jetzt noch teurer, nur 10 Smaragde pro Schüssel. Igor macht keine Anstalten, irgendetwas zu kaufen. Ich bin hier, um den werten Damen und Herren eine Einladung des Grafen zu übermitteln. Bitte schön, bitte. Er verteilt Zettel an alle Anwesenden. Zeig mal her. Einladung. Seine Hochwohlgeboren Magius Graf von Finsterwald beehrt sich alle Dorfbewohner zum Dank für die hervorragende Gastfreundschaft, die ihm entgegengebracht wurde, zu einem Festessen in sein bescheidenes Anwesen einzuladen. Termin, der 2. Tag nach der Überbringung dieser Einladung bei Sonnenuntergang. Der Überbringer wird die geladenen Gäste mittags abholen und zum Veranstaltungsort geleiten. Mit vorzüglicher Hochachtung, M. Graf von Finsterwald. Bevor Primo Fragen stellen kann, dreht Igor sich um und geht.